Mutter hat mich sogar noch hier rennen lassen. Ja, ich hätte schon in die Schule gedacht. Und ich sag, komm, dann lass mal hier rennen. Kurz nach der Einschulung war ich schon 7 Jahre alt. Das ist ja unvorstellbar in der heutigen Zeit, wo Kinder schon mit 5 in die Schule geschickt werden. Oder für lauter G8. Jetzt rudern sie wieder zurück. Den Quatsch haben wir doch damit gemacht. G8, so ein Scheißdreck. Ja? Jetzt wollen sie wieder G9. Wisst ihr warum? Sie haben nämlich festgestellt, dass in den 9 Jahren ein Schuljahr ausfällt. Guck, einfach, gerade ist eine Zeitung gestanden. Ein Schuljahr entfällt in den 9 Jahren. Also müssen sie ein Minimum mit 9 machen, dann haben sie wieder G8. Ja? Ich war noch G10. Ja? Ich meine, heute kannst du auch interessiert, verstehst du? G10 bis zum heutigen Tag nicht. Hat kein Mensch interessiert, außer meine Mutter. Also als ich kurz vor der Vertragsverlängerung stand, ja, mir gefällt so gut, jetzt soll ich machen, Rio. Da hat der Klassenlehrer bei meiner Mutter angerufen und sagte, du, dein Klassenlehrer hat angerufen. Sag mal, stimmt es, dass du sitzen bleibst? Ich sag, nein, ich sag, das kann man so nicht sagen. Also ich habe ihm empfohlen, mich wie du noch ein Jahr rennen zu lassen. Ich habe mein freiwilliges soziales Jahr in der Schule gemacht. Für mich.